Alter, was geht ab, Leute, Hunge? Heute mal mit einem anderen Video, mit einem anderen Format. Ich hatte wieder eine neue verrückte Idee. Mal schauen, wie das ankommen wird. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Denn man sieht den Bildschirm beim Spielen nicht ganz so gut, beziehungsweise fast gar nicht. Ich hatte nämlich das hier heute auf, bei der Rage-Stunde. Und hatte meine Kamera hier drin. Und habe im POV-Style, ein paar Ganoven von euch wissen, was POV ist, Point of View, hat die ganze Rage-Stunde gefilmt. Und ich hätte die Kamera ein bisschen weiter kippen sollen, damit sie mehr von meinem Bildschirm aufnimmt. Oder ich hätte den Bildschirm ein bisschen weiter vorn halten sollen. Aber von der Umgebung und von der Tour sieht man eine Menge. Ich habe das Ganze auch schon mal gestreamt. Aber da sieht man halt nur Gameplay und bekommt von dem ganzen anderen Zeugs außenrum eigentlich nichts mit. Und jetzt bekommt man mal alles mit. Aber vom Gameplay halt relativ wenig. Aber um ehrlich zu sein, da habt ihr nicht viel verpasst. Spoiler, war nichts Besonderes mit dabei. Aber war eine lustige Tour. Grüße gehen raus an alle. Eine verrückte Gruppe, eine verrückte Tour. Und ein kleiner Hinweis. Und echt zufällig, dass es jetzt passiert, wo ich das Ganze aufgenommen habe. Es werden ein paar Ausdrücke fallen. Ich muss da nochmal drüber gehen und ein paar Sachen zensieren. Zwei Momente. Deswegen, ich spreche das mal an, weil ich weiß, ich habe auch viele jüngere Zuschauer und auch Familien, die das anschauen. Dementsprechend solltet ihr vielleicht eure Kinder das diesmal nicht anschauen lassen, diese Folge. Einmal einfach nur ein paar Jugendliche, die vorbeigegangen sind und ihr Maul aufgerissen haben. Und da habe ich ein paar Sprüche zurückgedrückt. Nichts Besonderes, aber auch, wie gesagt, krasser Zufall, weil das ist mir fast 2 Jahre nicht passiert. Und das letzte Mal irgendwann in Pasing 2017. Das war das letzte Mal, wo irgendeiner vorbeigegangen ist und einen dummen Spruch da gelassen hat. Und natürlich direkt einen kassiert hat, weil sowas lasse ich mir nie gefallen. Ich hasse das. Und dann gab es noch eine kleine Auseinandersetzung am Ende, wo ich sagen muss, könnte man rausschneiden, aber erstens will ich euch das natürlich uncut, die wirkliche Erfahrung zeigen. Und das gehört halt auch dazu. Zweitens, weiß ich nicht, will ich irgendwie ein gutes Beispiel sein, auch wenn meine Art zu reagieren vielleicht für manche asozial oder sowas ist, keine Ahnung. Man könnte meinen, ich habe ein Aggressionsproblem, aber in meinen Augen ist es halt das richtige Verhalten. Klingt komisch, man sollte eigentlich nicht rumpöbeln und beleidigen und sowas. Und Kinder, ihr solltet das eigentlich so in der Form nicht machen. Aber auf eine andere Art und Weise sollte man für sich selber einstehen. Wenn man sich selber nicht verteidigt, kein Mensch auf dieser Welt wird dich so verteidigen, wie du dich verteidigen würdest. Und wenn nicht mal du selber dich verteidigst, wer soll es dann machen? Deswegen, ich werde immer für mich selber einstehen. Und die Momente, ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, mein Leben, die Sachen, die ich bereut habe im Leben, es waren jedes Mal Momente, wo ich nichts gesagt habe, wo ich gesagt habe, ach egal, scheiß drauf, chill mal und so. Wenn ich in der Vergangenheit zurückgehen könnte, all diese Momente, das sind 3, 4, 3,5 Momente, würde ich der Person, die mich da gelangweilt hat, verbal missbrauchen. Aber stattdessen war ich der Vernünftige und habe nichts gesagt. Und wenn ich so zurückblicke, all diese Momente, wo ich nichts gesagt habe, das sind die Momente, die ich bereue. Seitdem versuche ich eigentlich nie nichts zu sagen. Und lieber flippe ich so aus, als dass ich halt nichts sage. In meinen Augen bin ich ein gutes Beispiel, weil ich will immer, dass Leute sich für sich selber einsetzen und verteidigen. Aber für manche bin ich vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil ich halt Leute beleidige. In meinen Augen zwar zu Recht und nur als Gegenwehr, aber ich kann auch verstehen, dass ich ein schlechtes Beispiel bin. Deswegen lasst es vielleicht eure Kinder diese Folge nicht schauen. Aber am Ende des Tages kann ich beruhigt ins Bett gehen und sagen, hey, ich bereue nichts, ich habe das gemacht, was ich für richtig halte. Und wenn ich nichts gesagt hätte, dann würde mich das echt Ewigkeiten auffressen. Und jedes Mal würde ich in meinem Kopf dieses Szenario durchspielen, hätte ich doch was gesagt, hätte ich dies und das gesagt. Und ich hasse das. Deswegen immer lieber was sagen, als nichts sagen. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Rage-Stunde POV-Style. Digga, ich hoffe, das funktioniert so. Sonst hätte ich ja schon 110er gefangen vorhin. Ja,
Libero, wo bist du denn? Hier. Oh mein Gott, wie viel ist 100? Ah, es ist so. Egal. 41. Ich war auf Murat-Niveau gerade. Was hast du? Arsch. Was? Das ist der kleine Account, der kann nicht mal. Ich hab 29. 29? Ja. Viel Spaß beim Fangen, gell? Wieso? Wo bleibt die Lobby? Wer hat schon? Murat, willst du jetzt den Rekord aufbauen? Ja. Immer der, der den Rekord machen will. Hast du es gehört, Costa? Ja. Ja. Scheiße. Kritiker. Mein Gott. Ich hoffe, ihr seht irgendwas, Leute. Echt verrückter Plan von mir. Next Level Gaming. Ist schon offen? Blau, grün, grün, ja. Ihr habt den Code. Grün, blau, grün, grün. Ja. Wie lange noch? Blau, grün, grün. Was ist denn der ZVH? Immer noch gut. Wie lange noch? Ja. Du da, wie lange noch? Sag bei 40. Das wird mir auch nicht sein. Ja, ich muss erst mal rein. 79, ich wiederhole. 60 noch mal. 65. Zumindest wird mir auch nicht sein. Ja. Sieht gut aus. Bist du in BU oder bist du in... Nee, bei Marcel, da in... In der Zoo? Ja. Ich mach da was zumindest. Dann, wenn es ein bisschen schneller gehen muss, dann sitzt er wieder um. Aber zum darf ich auch selbst nicht mehr. Weißt du, auf meinem Häuschen? 40, 35 eher. Hast du das heute mit dem Hunger mitbekommen? Nee. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Da kam heute eine nette E-Mail von meinem Richter. Was? Ja, wir waren heute im. Das ist BU, hat er doch sein wollen. Ja. Die Windelnutzkontrolle und Wasserflaschen. Und ja, wieso bewegen wir uns nicht? Meinte er so, müssen wir mal gucken. Geschafft. Rekord, Alter! Das war echt eine miese Voraussetzung, wie der Start. Aber richtig mies. Sollten Sim das letzte Mal am Freitag gescored worden, bitte. Die Mäuse sind halt. Ja. Murat ist wild. Digga, ich hoffe, das funktioniert, was ich mir überlegt habe. Ich hoffe, ihr bekommt alles mit. Ich hoffe, ihr seht irgendwas. Und ich hoffe, die Kamera läuft eine Stunde ohne irgendwas. Was ist los mit dir? So. Und? Oh, was ist das? Tot. Tot. So, irgendwelche Freundschaftsabschläge muss ich auch noch quetschen bei dir. Oh mein Gott, ich hab kein Glücksei an. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. 20.000 EP weg. Scheiße. Ich aber auch nicht. Kommen die alle gerade? Was hab ich? Ich muss direkt zünden jetzt dann. Bevor irgendeiner aufgemacht hat. Alles wegen euch, Leute. Nur weil ich an euch gedacht habe.
dieses Chaos, Mann. Oh mein Gott. Bleib doch drin oder flieh. Keine Zeit. Oh mein Gott, ey. Mach mal bitte auf! Nein! Fuck! Ich war nicht wieder riesig. Nein! Ich hab das Glücksein nicht mehr rechtzeitig geschafft. 120 EP, 120.000 EP weg. Heute ist es. Aber du. Also. Jetzt stimmt, sie hat irgendwas letztens geschrieben. Unnötig! Ja, schieb die Kirsche rein, wenn ich euch vergesse. Ja, hier. Kirsche, so? Zwei, drei Tage jetzt. Also die Frucht an sich. Oh, Alter. Fuck my life. Ich denk's mir auch gerade. Aber mit Union bin ich auch auf leicht so ein bisschen Hip-Hop heute. Aber ich weiß gerade nicht mit wem. Fuck my life. Hey, Jill, ich hab's immer noch nicht gefangen. Ich Nein. Ja, gefangen. Geflohen. Da ist was. Aber du musst mir sagen, wie du ihm geben heißt, weil was? Ich vergesse immer wieder, dass so. Ich als befreundet bin. Ich bin traurig, Leute. Wir haben 120.000 EP verloren. Nur weil ich an das dumme Glücksein nicht gedacht habe. Und das passiert mir eigentlich nie, dass ich Glücksein vergesse. Alle P kommen rein. Taube gut, gut. Schau mich mal ein bisschen um für euch. Ey, Baustelle ist weg. Digga. Ja, ihr könnt.
Sieht der nicht schon immer so aus? Vielleicht. Vielleicht. Soll jemand aus? Soll ich aufmachen? Wenn ich fertig habe, mach auf. Ich habe eine geile Woche, es ging gut bei Nacht. Fang gleich deine Mutter. Was hat er gesagt, Kassi? Fang das Glugak. Hast du schon aufgemacht? Blau, gelb, grün. Aber ich glaube, ich habe das Blau-gelb-grün. 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 Ja. Was? Das kommt mir doch an. Also bei mir sind jetzt schon die Hälfte Blau. Bei uns gestorben, Olli. Ja. Wie lange noch? 70, 60. Okay. Einen Wurf noch, Mann. Ja, einen Wurf noch mal raus, oder? Ja, Noch Raus, 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 raus. Jetzt, oder wie? Ja, schaust du sonst nicht. Außer du willst zu Ende fangen. 20. Ja, komm schnell rein. Ja, ja. Und was ist? Blau, gelb, grün. Go, 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 go. Go, 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 go. Blau, gelb, gelb. Gelb, gelb, gelb. Grün. Gelb, grün. Ah! Oh! Nein, das ist zu spät, sorry. Jetzt kommt nicht mehr rein. Der Euro, ey. Das muss so. Aber jetzt kannst du noch zum den zurück und schnell fertig fahren. Ja. Wir können weiter. Ja, kein Problem. Wir fahren nur Tippen. Oh. Digga, ich hoffe, ihr seht alles, Mann. Das ist eine meiner verrücktesten Ideen. Ich hoffe auch, ihr hört alles, Leute. Ich hatte ein Meeting mit einer Kollegin aus Oslo. Was los? Ich weiß nicht, wenn ich aufmachen soll. Aufmachen, bitte.
Rekord! Da muss man nicht fragen. Okay. 25 Minuten ist immer schlechter. Das Gefühl hat sie auch. Und am Ende kommt der 100er, ne? Der hat auch gemacht. Ah. So, gut beläuft. Dick, grün, Ratte. Dick, grün, Ratte. Er ist nicht nur dick, er ist nicht nur grün, er ist auch eine Ratte. Ja, gut, dicker. Ich hab Zeit zum Heilen. Ich war schon. Weiter. Noch 80. Genau, oder? Ja. Leider rausgehen, Leute, leider rausgehen. Leider raus. Gehen wir schon weiter? Ich bin drin, ja? Wo ist der Gast? Bewegung! Die Geschenke zählen nur einen Tag, oder? Wenn man aufmacht, dann nicht doppelt, oder? Nee, nur einen Tag. Ja. Der Kumpel folgt, oder? Sind nicht motiviert? Nimmst du die ganze Zeit jetzt auf, oder was? Nur beim Laufen? Und mit der Kamera? Das ist eine neue Idee. POV, Point of View. Du nimmst dann im Zeitraffer wahrscheinlich das Video, oder? Nee, ungeschnitten, eine Stunde. Nee, schauen wir mal. Ich muss bestimmt ein paar Sachen rausschneiden. Was hier im Hintergrund alles gesagt wird die ganze Zeit. Ja, klar, das sieht man so wahrscheinlich auch, oder? Ja. Alles für euch, Leute. Die echte Erfahrung kriegt ihr jetzt. Ich gebe auch jedes Mal einen Klick, aber ein Like auf dein Video. Hört ihr, ärgern, Mann. Jedes Mal. Du musst dich auch unterstützen. Nur Müll, nur Müll. In 20 Sekunden machen wir auf, okay? Also ich könnte auch reingehen. Okay, geh rein. Ja, aber das nicht. Ich habe ja gerade erst den ersten Ball geschossen. Okay, ich warte bis 23. Boah, okay, das ist eine ganze Minute. Kirsche, hast du aufgemacht? Ja, ich wollte Gruppe akzeptiert, danke für den Standort. Du da, Rothaarige. Seid ihr schon drin hier? Hast du aufgemacht? Ja. Okay. Dann mach die neu auf. Moment. Ich bin noch beim Anschauen. Ja. Ah ja. Ah ja. Also schon der hier nicht mehr im Stamm ist, gell? Ja, ich glaube schon. Naja, wir haben doch den letzten. Nee, ich bin im Schubskreis drin. Noch 100. Ich muss aber nochmal bitte zu mir kommen, weil ich habe noch keine Kapazitäten frei, das zu analysieren. Was ist denn der Code? Rotratte Schmetterling. Rotratte Schmetterling. Aber ich bin drin. Rotratte Schmetterling. 70. Wie lange noch? 70.
70 Echtzeit oder zum Reinkommen? Zum Reinkommen. Ja. Ist die Gruppe voll oder kann noch ein zweiter rein? 60. Kann noch ein zweiter rein? Ja, es kann einer. Ja, wir haben noch 3 Plätze frei. Cool. 3. 3,5. Ja. Das ist dann sogar viel. 15. Rot. Oh, go, 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 go. Go, 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 go. Digga, du brauchst eine Faust, das brauchst du. Ja, schon richtig. Toller Rekordversuch. Ist ja läuft. Ich weiß, dass Zeit frei ist. 5, 7. 7 in 24 Minuten. Hey, hey, warte, warte, warte. Wir müssen um. Ja, wir kommen nicht ran. Wir müssen ja, wahrscheinlich um die Ecke. Nein, du kommst von hier dran. Also ich bin meilenweit entfernt. Ja, okay. Nein, danke. Man muss halt mehr da. Unter der Palme. Wobei der Kleinzeit noch nicht, ich weiß, dass es warm genug ist. Auf jeden Fall. Was soll eigentlich auch? Das heißt, es ist noch nicht spannend. Ich eher so Tee. Ich hab mich überraschen lassen kurz. Und auf den ersten Blick schaffe ich Displays unterschiedlich aus. Gehen wir schon rein? Kommen würde. Wollen wir da einmal um die Ecke? Würde ich machen. Nein, die Bilder haben sie auch. Kein Mensch bewegt sich, Mann. Kein Mensch bewegt sich, Leute. Ach man, das ist eine Kacke. Warte, ich warte. Ich glaube. Es bringt nichts, wenn du dran bist und wir nicht. Ich bin die letzten Tage noch aber immer drin gekommen. Wir verlieren Zeit. Ja, weiter zum nächsten. Aber die Schnauze hätte das von Bernhard Bündner auf der Seite hochgekriegt. Was ist denn die nächste? Dings hier. Botanischer. Worüber? Achso, stimmt, wir können da runter jetzt. Wieso? Weil keiner rein ist. Achso, das meinst du. Wir können auch hier schnell links. Rechts. Ja eben, für. Naja. Von hier komm ich ran. Einfach rein. Ich komm nicht ran, egal. Oh mein Gott. Machen wir den Raid oder? Oh, 7 Leute, wir machen den Raid. Das steht da. Jetzt raus, gell? Wenn du zu weit weg bist. Sind wir denn so weit weg? Wir sind ja nur auf der anderen Seite der Ampel. Ja. Ah ja, ich weiß nicht. Hat's keiner von euch da reingeschafft? Fuck, ich bin alleine. Ich hätte nicht reingehen sollen. Oh, sorry. Entschuldigung. Ich hätte nicht reingehen sollen! Fuck!
Das war ein Fehler, Leute. Das müssen hoffentlich noch 80 Meter sein. Inshallah. Direkt machen und dann laufen. Seht ihr, wie verrückt diese Touren sind, Leute? Und jetzt fliegen wir hoffentlich nicht raus. Perfekt. Perfekt, Leute. Wie viel habe ich noch? 40 zum Rhein. Oh mein Gott. 40 zum Rhein, Leute, direkt fliehen. Achso, rüber, Mann. ...26,5, fliehen. Und go! Digga! Ich habe einfach einen Rate mehr gemacht als sie. Ich bin doch in den Status reingekommen. Hey, ich kann nicht mehr. Go, go! Klatsch, rot, scheiße! Mein Gott, mein Kleiner hängt! Fuck my... Ah, okay. Wollte schon sagen, fuck my life. Ach, da drüben kommt was, ne? Kommt was? Nein! Drei. Die Arena brauche ich sogar noch. Yay! Ja, bitte. Ja, bitte. Wieder öffentlich, oder? Ich weiß nicht. Ist jemand drin, der muss? Ja. Dann nicht öffentlich. Nein, nur sie, hat sie gerade gesagt. Sagst du den Code? Öffentlich. Achso. Oder öffentlich, oder? Katze Blautig. Privat. Katze yes. Blaudick. Also privat. Privat. Katze Blaudick. Blaudick. Katze Blaudick. Ja. Dick. Dick. Und Glück sei an. Katze Blaudick.
Katze. Hättest du das nicht vor dem ersten Raid sagen können? Das hätte so viel geholfen. Blau und dick. Nee, warte mal, blau und dick. 60. Katze blau und dick. Katze blau dick. Wie lange noch? 50. Katze blau dick 50. 40. Wo hat danach zur Gedenkstätte oder wohin? Das ist aber ein weiter Weg. Joggen? Ich meine, das ist auch eine Frage, aber... Murat! AJ will joggen! Ja, lauf! Na, hey Leute! 80 Meter, vergesst nicht! Das stimmt, ja. Noch dürft man, ja, ja. Das geht noch klar, aber jetzt. Ja, ist immer noch offen oder nicht? Jetzt nicht mehr, wir sind gerade rein. Otum auf 96. Warte. Hey Leute, wenn wir hier links abbiegen, Otum auf 96. Level 28, Otum auf 1092, 96% Attack 15. Hier irgendwo rechts abbiegen, links abbiegen. Nächste links. Ich will immer noch Fackel und Gedenkstein springen. Achso. Aber Fackel einpassen. Und dann rüber zu Diana. Book of Stone schaffst du niemals noch. Schau lieber nochmal auf die Map, ich habe nur ganz kurz drüber geschaut, wo der war. Okay, warte. Scheiß drauf, egal, mach weiter, oder? Was? Nee, ich hol mir den. Der ist gleich hier links. Der ist wirklich sehr nah. Der ist. Am Ende der Straße, der, hier ist er, Mann! Kein Rekord, Leute! Das ist er, ja! Ich sag doch, der ist gleich hier! Das macht bitte 50 Cent für alle! Doch! Außer du hast den schon geklickert. Nein, okay. Nicht, ich hab's aus. Also, nice. Jetzt kommt 15 Angriff. Dann hab ich nicht. Was sagen? Ich aus. Gehen wir weiter? Haben ihn alle, die ihn haben wollen? Rotplatten, die beiden, glaube ich noch.
So. 96er Leute. Digga, ich hoffe, ihr habt alles miterlebt, weil es war eine epische Tour wieder mal. Wir ja auch gleich rüber, wenn es grün ist. Ach so, ich dachte, ich bin verdammt. Ich kenne den Weg nicht. Beutel ist voll. Wann geht der auf? In 18. Ah, perfekt. Also als letztes dann. Ja. Wisst ihr das zufällig? Von den drei Gedenksteinen, Fackel und Diana, lösen die gleichzeitig aus oder nur ja, einer? Diana hat eine eigene zum Beispiel. Ja, einige Bereiche. Da kannst du den kleinen schicken. Okay. Nein. Aber hier ist ein Lunastein. Könnte shiny sein. Könnte shiny sein, ja. Den Mond. Shiny? Nein. Wieso machen wir jetzt nicht mehr öffentlich? Rüber! Was ist der Code? Was ist der Code? Grün dick Taube oder sowas? Flügel dick Taube. Was ist Flügel? Er findet nicht neue Codenamen. Was ist denn Code? Flügel dick Taube. Smetbo, Sordek, hab ich schon. Privat? Sind alle in der Privat? Ja.
50. Danach Diana sind wir. Irgendwas schon ähnlich. Nee, machen wir noch zwei und dann Diana. Diana. So sind hier 16 Leute drin. Ja, der Titel ist, dass das nur Hofgarten ist. Wo waren sie da? Mehr Arenen? Da hinten die zwei sind bestimmt links, gell? Was? Also die zwei Arenen, da hinten sind bestimmt. Sind da hinten welche? Ja, da sind zwei direkt am Odeonsplatz und Hofgarten. Ich mach, glaube ich, nur Hofgarten. Einfach verblufft. Ja, aber das ist so sehr. Ja. Ja. Lass uns 19 Uhr Hauptbahnhof, okay? Oh mein Gott, man muss bei dem ziemlich schnell werfen, weil der bewegt sich wieder schnell. Hey. Chancy? Ja. Too late. Still catching. Ich weiß nicht. Machen wir den hier oder fällt links hier? Machen wir. Keine Ahnung. Ich glaube zuerst den. Oh, was
Athlet. So schaffen wir aber Diana Tempel nicht mehr. Murat, wir sollten Feldherrnhalle auslassen, gell? Saure, Diana grün, Tempel noch. Ach, die blaue. Gelb. Die blaue, oder? Wir haben jetzt noch 12 Minuten. 12 Minuten, 2 Minuten hier. 2 Minuten, eigentlich schon. Ah, doch, geht schon. Geht schon. Habt keine Angst. Ja, dann müssen wir wegschmeißen, entspannen. Grün, gelb. Mach ich schon die ganze Zeit. Aber Tauschmaterial. Erster Tag da und ich muss direkt weg. Ein paar fange ich hier. Was ist denn dein Spiel? Ja, irgendwie schon. Aber mir ist da die einzige Rage, die ich mache den ganzen Monat. Weil jetzt hatte ich jedes Mal Mittwoch frei, als die Expert am Dienstag war. Jetzt habe ich Mittwoch frei. Nee, Mittwoch Arbeit, weil die Experts am Mittwoch sind. Ja, geil. Geil, ja. Herrlich. Ja. Ich war gestern noch in der Fackel, weil ich gesagt habe, ich habe immer noch eine Einladung, habe ich gestern eine Einladung bekommen für 17:30 Uhr in der Fackel. Von einem, dem ich eigentlich noch nicht auf der Runde gelöscht hatte, weil die nichts gemacht haben. Zu beleben, Leute.
Ja. Go, go, go. Ich habe einen Funktrick in der Bahn gemacht, beim Raid. Also in der Funk. Wie lange wird das bleiben? Jetzt bleiben wir jetzt da. Aber was? So, warte mal, oder? Ein Achter wolltest du, ne? Ein normaler Achter. Du hast mir auch so einen. Ich sehe jedenfalls, dass du weil du noch so einen hast. Ja. Ich habe so einen abgebrochen. Das war, glaube ich, ein materialer Achter. Dein Kleiner noch einen Tausch offen? Wäre interessiert. Ja, die Serie läuft noch. Läuft noch. Bis Samstag. Dann ist vorbei, leider. Wie heißt das Scheiß wie der Grill? Grillen, weil die imperiale Abfahrt nicht funktioniert. Geil. So, nächster Versuch. Zwei Grillmerk, Lucky Crowds, die das fällt dann Tag. Noch schlechter. Boah. Eieieiei. Ja. 90. Egal. Lucky Dex passt. Gott. Oh nein, ich bin wieder da. Nee, nochmal schließen. Eben, lass ja bleiben. Ja, genau, deswegen. Also, ich kann aufmachen, ich habe auch verlassen. Also, wir haben ja noch Zeit. Dann kommst du mit. Dann sieht der Ische ja so unterwegs. Nein, noch gar nicht. Der greift schnell wieder an. Man muss schneller werfen. Jetzt schon loslassen? Das war, glaube ich, auch sogar zu spät. Tatsächlich, ich habe 1,26. Das ist Rot, Katze, Taube. Jetzt aber. Rot, Katze, Taube? Ja. Rot ist grün. Ich bin gar nicht da jetzt. Rot, Katze, Taube. Und Gigi. Gigi. Der Kleine braucht nichts Großartiges. Kannst du aber auch irgendwas Scheiniges haben? Nee, ich brauche dich gebannt, damit ich den.
Hättest du doch am Samstag nicht kommen können. Das sind 117 Leute. Ein zugelaufenen. Da waren sie mal wieder zu freuen. Das habe ich gesagt. Es ist einfach nur zugelaufen. Kein Anschluss gefunden. Aber vielleicht zum Tipp, wenn die Sonntag nichts zu tun hat, aber ich denke, ich habe heute die Welt. Ja. Murat, auch für dich Sonntag mache ich eine Welt. Viel Spaß. Eiskalt. Die Begeisterung. Das ist scheiße zu fangen, das Zelt. Ja. Nein, ich sehe, es ist das Ding geblieben. Bei dir, ja. Echt? Das bleibt bei mir immer beim letzten Teil überhaupt drin. Schön. Ja. Also ich habe vielleicht so eine 60 Fangquote, also 40 geflüchtet. Ja. 100% geflüchtet. Also aber ich habe schon ein gutes, das erste war gleich eine Minute, 91er oder so. Ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich 1 über 26 gefangen. Und bist du zufällig Marco? Ey, bist du zufällig Marco? Bitte? Ja, weil du aktiv bist. Ah. Also, ich bin mir sicher von uns bei nicht. Ich bin nur ein aktiver Spieler hier in München. Ich kenne dich ja. Aber bist du Marco? Der immer die Touren startet? Achso, nein, ist der nicht. Achso. Nein, das ist der Marco. Das ist der aus Marco Korte aus Facebook. Der immer Facebook. Ja, okay, doch. Aber nicht der am Sonntag macht. Du machst die immer, die Spartan Kratos. Ah. Du bist der doch, der diese Raid-Touren am Sonntag immer macht. Richtig. Ja, genau, den meine ich. Ja, alles gut. Was ist ja. Dein Call, Marco? Ich hab von meinem Schwanz hier. Warte, ich sag dir mal die Telegram-Gruppe danach. Nein, WhatsApp, die Innenstadt-Gruppe. Ja, genau. Ich mache es. Die WhatsApp-Innenstadt-Gruppe, genau. Ich mache es in der Innenstadt. Genau, dich meine ich. Facebook. Ja, ja, passt. Murat verwirrt mich. Wer macht die Discord-Gruppe mit WhatsApp? Auch er, glaube ich. Ich habe auch Discord gepostet. Ich zeig dir mal danach. Telegram mache ich auch schon nebenbei. Ja, also sehr aktiver Spieler. Möchtest du dich befreunden? Was geht da jetzt ab? Also, der Raid ist so 25,73. Nochmal richtig schön zum Schluss. Richtig schön schlecht nochmal, ja. Wunderbar. Ja, nicht 25,36, glaube ich. Nee, ich hatte 38. 26,41? 46? Ja, 14 ist das so. Ja, wir haben das schon. Ah, 26 schon mal 50, muss ich sagen. Aber du kannst mir beim Kleinen so vorbei und solltest nicht. Ja, wenn es 26, 46 ist, dann habe ich gerade einen sehr guten Anhalt. Ja, genau. Was nochmal? Wenn es 26, 46 ist, ist das 100, oder? Ich habe gerade 26, 41. Das ist 100 dann. Das ist 100 dann. Okay, dann machen wir. Ich habe auch weiter Boost gemacht. Oder lass es dir von jemandem fangen, wenn du nicht gut werfen kannst. Der macht das schon, er ist Marco, Alter. Anführer der Innenstadtgruppe. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob er es ist. Ja. Oder ob wir von derselben Person reden. Ich rede einfach von der in den WhatsApp-Gruppen, Innenstadt-WhatsApp-Gruppe immer die Raid-Touren startet. Ja, jetzt. Was auf dem Kleinen ist jetzt. Der hat die. Was ist denn der da? Null. Oh, kein Glück. Glückwunsch! Ja, geil. 100er Wetter gewusst. Ja, dann war es das schon mit der Raid-Tour. War schön mit dem Urlaub. Gedenkstein? Ich sag ganz ehrlich, ich mach die Raid-Tour trotzdem. Warum nicht? Bombo. Weil wir kein Gedenkstein. Was? Nee, was? Weil es haben sich Leute schon eingetragen. Ach so. Okay. Scheiße. Das ist ein Julius. Schon die Kacke hier. Jetzt also. Möchtest du dich befreunden? Die Romantik. Ich fühle mich gerade angeschwult. Kein Problem. Hauptsache, du machst Geschenke auf. Nein, ich möchte nicht an deiner Frühlingsrolle. Ich komm gleich. Immer noch da, ich komm sofort. Ich komm. Das Handy macht so geile Fotos. Tja. Nee, OnePlus. Wie heißt denn der?
kurzen Moment. Frühlingslolle, ist die sauer? Pass auf, was du sagst, du kleiner Sp***. Komm her. So beginnen die schönsten Freunde. Ich kann nicht sauer auf dich sein. Ich aber auf dich, kleiner. Wie heißt denn da? Ich hab mir Spuck auf dein Scheißerkonto. Ich habe einige Leute dabei, die haben jetzt erstmal gekauft. Pisser, Ich hab mir so ein Ding gekauft mit so einer Linse auf dem Kreuz, mit einem Akku-Pack am Kopf. Ach, ein Kaufmann hat sich dann gedrückt. Oha! Das ist richtig geil. Also, das ist kein Leckerbus. Das ist egal. Das ist egal. Wenn du glücklich bist. Komm, egal, hab ich nicht. Ja, aber das motiviert mich auch fast. Haben wir jetzt schon zwei Spezialfische am Pampa? Ab 10 Uhr. Ab 10 Uhr, ja. Ich erst noch versuchen. Scheiße. Ja, bist du schlecht. Komm, Entschuldigung. Oh Gott. Okay. War nicht böse gewesen. Oh, Tanja, ich glaube, es gibt andere Asiaten, die würden dir direkt eine klatschen, also pass auf. Irgendwann wird dir das passieren. Du kannst froh sein, dass ich dir begegnet bin. Cool, ich hab noch Flux. Gedenkstein. Gedenkstein. Jetzt gerade konnte keine neuen Dazu-Aktionen finden, dann wird halt beworben mit hey, Sonderaktion oder Dienstags, damit auch ein paar neue dazu kommen. Im Neujahr brauchen die ja kein bisschen Werbung. Warum soll ich die Sonderaktion machen? Da kommen die Leute von selbst. Also gerne, was ich brauche, ist auf jeden Fall noch mal einen Preis zahlen. Weil vielleicht gibt es eine oder andere Fitfindestudio, das dann irgendwie doch sagt, hey, die teureren oder die ersten. Ja, weil die dann halt die von den günstigen weglaufen wollen und sagen, hey, setz dein Neujahrsumsatz rum. Die ersten 3 Monate, hallo und so. Und dafür dann die restlichen Monate dann halt wieder normal. Das war aber verpflichtend auf ein Jahr oder so. Aber die Leute kommen nicht. Im Januar, Februar kannst du ein Fitness manchmal nicht zu führen. Ja, aber ich will halt nie wirklich Ja, cool, ich habe wahrscheinlich mal Wurst gefangen irgendwo. Du kannst mir jetzt halt auch ohne Geld machen. Das kannst du irgendwie vorhaben. Ja. So. Oh, es gibt eine Eichenkarte. Was? Erst mal 10. Oh, scheiße. Nach wo ist denn Lind aufgenommen? Hey Thorsten, tut mir echt voll leid, es geht erst heute um 22 Uhr los. Ja. Scheiße. Was ist los? Brauchst du irgendwas Besonderes? Immer noch etwas Schillerndes. Immer noch etwas Schillerndes. Das heißt, ich muss gucken, die Auswahl wird nicht groß sein. Muss auch nicht. Okay. Sea-Day Shinies gibt's auch noch. Sea-Day Shinies reicht schon. Ja, ja, klar. Hast du noch ein Gratini? Oder Kanimani? Nein, warte. Kassler? Ja, ja, Kassler hätte ich. Okay. Hallo, da hat er was. Ist eigentlich am Januar, aber die sind, glaube ich, ein bisschen da für die Themen vorbereitet. Willst du irgendwas für den Kleinen, was er... Du kannst mir jetzt hier etwas Chiraki umgeben. Ich muss erst mal schauen, ob ich angefangen habe. Nee, ich war nicht, ich habe schon angefangen. Das muss auch nicht sein, ne? Ich hoffe, das war jetzt kein getauschtes, ey. Wehe.
Ja. Zack los. Ja, wie gesagt, das wollen wir alle zeigen. Oder kann ich nicht? Ja. Vielen Dank. Das sieht doch einfach nach Hilfe geworden. Nein. Nummer sortiert, scheint bei dir so. Oh. Ist okay. Okay. Ist okay. Bin ich jetzt eigentlich fertig, ihr beiden Accounts mit dem Zug? Ja, nachdem wir jetzt endlich mal Hyperfreunde sind, ne, ist es auch günstiger. Und bis ich mit dir beste Freunde bin, dann sind wir beim Tod. Das bin ich zugehört. Ach, wir werden mal Hyperfreunde geworden. Also, wie gesagt, dass ich nicht nur einmal Italiener habe. Nachdem wir endlich Hyperfreunde geworden sind und bis wir beste Freunde sind, sind wir beim Tod. Also, dann kommen wir gefahren. Darüber hast du dich am Anfang beschwert. Ach, nicht. Aber es braucht ja jeden Tag ein Kirsche. Ja. Du musst natürlich die anschauen. Du musst dir jetzt die Kirsche vorstellen, das nehme ich mal einfach hin. Ja. Ja, ja. Ich bin mir Hast du einen guten bekommen? Einen 96er habe ich. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Und eine? Noch keine. Nächste Mal. Das ist viel Alkohol drin. Ich habe gesagt, ich möchte extra einen mit Alkohol. Mit viel Alkohol? Nur Alkohol. Dann haben sie gesagt, ich möchte extra einen Turkey nur für dich. So, let's raid, Leute. Ja, ist ein Achtungs. 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 Ja, ist ein Achtungs.
Ich dachte mir doch gerade, ich habe gerade selbst reingeschaut. Ich habe gemacht, warum, dass ich das nicht gesehen habe. Und ich weiß es auch nicht. Meine Ohren haben gefackelt. Meine Ohren. Das schön. Lass mal sehen, was da ist. Flapp, flapp, flapp. Nee, falsch. Meine Ohren. So, letzter Raid, Leute. Ich sehe noch das rote Licht, also ihr lauft noch. Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. Nicht, dass es irgendwie immer außerhalb des Bildes war. Aber schlecht. Naja. So, Leute, das war's von mir. 13 Raids haben wir geschafft. Also ich habe einen Raid mehr geschafft als die anderen. War verrückt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht kommt das nochmal. Das nächste Mal hoffentlich mit mehr Gameplay. Ich hatte auch überlegt, natürlich den Recorder einfach laufen zu lassen für das Gameplay, aber eine Stunde den Recorder laufen lassen ist natürlich auch krass. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Erfolg. Spaß hatten wir auf jeden Fall. Die Touren sind immer verrückt. Leider sind das alles Arenen, die ich schon auf Gold habe, aber Grüße gehen raus an alle. Immer eine sehr lustige Runde. War hoffentlich ein interessanter Einblick für euch, vor allem die Leute, die so eine verrückte Tour nie mitmachen, weil sie irgendwie aus dem Dorf kommen oder was weiß ich, gechillt spielen, free to play sind, dies, das. Kleiner Einblick für euch. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.